Es wird keine einfache Aufgabe für Markus Babbel. Am Samstag geht es für den Hertha-Trainer mit seinem Team gegen den großen FC Bayern. Viel zu lachen wird es für die Berliner wohl nicht geben. Trotzdem ist es für Hertha das Spiel des Jahres, für die Bayern aber eher eine Pflichtaufgabe. Ja, Entschuldigung, es ist jetzt nicht Bayern München gegen Real Madrid, das ist Bayern München gegen Hertha BSC. So, dementsprechend sehen die das auch. Und das ist eine Aufgabe für sie, wo sie bewerkstelligen müssen, um ihm dann für das große Spiel für sie, schlussendlich dann gegen Neapel, da wieder 3 Punkte zu holen. Aber da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also so ganz ernst, oder der ganz große Gegner sind wir ja dann nicht. Aber immerhin ein besonderer Gegner. Mit Thomas Kraft, Andreas Ottl und Christian Lell stehen 3 ehemalige Bayern im Berliner Kader. Es ist sicherlich kein Spiel wie das andere für mich, das ist auch ganz klar. Aber ohne das zu sehr hochzuhängen für mich selbst, versuche ich an die Sache heranzugehen, als wenn es ein Spiel ist wie das andere. Mit der bayerischen Vergangenheit ist es vorbei. Für alle 3 zählt nur die Hertha und der Klassenerhalt. Irrtum ausgeschlossen. Nein, also das nicht. Ich weiß, dass ich nach links laufen muss und nicht nach rechts. Das weiß ich schon mal. Und sicherlich ist es ein besonderes Spiel für mich, das ich aber auch nicht zu hoch aufhängen möchte, weil, wie gesagt, ich bin jetzt Herthaner, fühle mich hier sehr wohl und möchte dann auch für meine neue Mannschaft, für meinen Club Leistung abrufen. Und dementsprechend bereite ich mich dann auch vor und konzentriere mich wie auf jedes andere Spiel auch. Vielleicht haben sich die Ex-Bayern ja dafür auch den einen oder anderen Trick in München abgeschaut.